Doppelmark in Vechta, für viele sehr wichtig. Doch auch für Tennis in der Region sehr wichtig. Und trotz Doppelmark fanden in Vechta die Regionsmeisterschaften der Erwachsenen statt. Wir sehen jetzt das Halbfinalspiel zwischen Seren Samba, ein 20-jähriger Spieler, der erst seit seinem 13. Lebensjahr Tennis spielt. Angefangen hat er bei Gardasee TV. Eine steile Karriere von dieser jungen Mann, der jetzt für TV Lohne spielt. Sein Gegner rechts vom Netz ist Arkadi Karenko, ist mehrfacher Jugendmeister und ist erst 16 Jahre jung. Spielt auch für TV Lohne. Er gewann auch das erste Spiel im ersten Satz auf eigenem Aufschlag. Oh, das ist blind. Dann Aufschlagserin Samba. Und sein Samba gleicht aus, 1:1. Dann Arkadi Karenko am Aufschlag. Ey, was spiel ich da? Ball ihm aus und Karenko gewinnt seinen eigenen Aufschlag. 2:1. Ein schöner Ball zur Fette, der Samba gewinnt. Ball von Karenko zu lang, ihm aus. Und damit gelegt sein Samba aus, 2:2. Und er brach auch der Aufschlag von Arkadi Karenko und führte 3:2. Sehr schön, Arkadi Karenko. Und Serin Samba war nicht zufrieden mit sich selbst. Und Karenko brach zurück. Es steht 3:3. Aufschlag Arkadi Karenko. Und der Ball von Serin Samba geht ins Aus. Und Arkadi Karenko gewinnt seinen eigenen Aufschlag, 4:3. Doch Serin Samba glich aus, 4:4. Am Aufschlag wieder Arkadi Karenko. Schöner Ballwechsel und Punkt für Serin Samba. Und toll gemacht, Serin Samba.
Tänzerin Samba bricht jetzt den Aufschlag von Arkadi Kerenko und führt 5-4. Doch Arkadi Kerenko gibt nicht auf. Und einen schönen Punkt. Es war wirklich mit Zeit und Weile ein tolles Spiel. Mann, ist das wieder ein Geschenk! Und hier vergibt Arkadi Kerenko eine gute Chance. Und auch diesen Ball war ihm aus. Genau wie hier, Serin Samba gewinnt auf einem Ausschlag und gewinnt den Satz mit 6-4. Im zweiten Satz gewann Arkadi Kerenko das erste Spiel 1-0. Am Aufschlag Serin Samba. Ein schöner Ballwechsel endet im Netz. Der Ball war gut. Arkadi Kerenko war in dieser Phase stark. Und er bricht und führt 2-0 im zweiten Satz. Doch Serin Samba bricht zurück und bringt die Spannung wieder zurück auf 2-1 im zweiten Satz. Und er konnte hier gleich ziehen auf einen Aufschlag. Mag Arkadi Kerenko keinen Ball nicht mehr ordentlich zurückbringen. Und damit gleicht Serin Samba aus 2-2. Es war nicht nur ein gutes Spiel, aber auch sehr spannend. Beide Spieler waren sich ebenbürtig. Toll gemacht, schade, dass es nicht gelang. Das wäre ein toller Punkt gewesen. Und im Aus. Klasse gespielt, der Ball war gut. Und Arkadi Kerenko gewinnt dieses Spiel und führt 3-2 im zweiten Satz. Mit einem Doppelfehler beschließt Serin Samba das sechste Spiel im zweiten Satz und auf einen Aufschlag also 4-2 für Arkadi Kerenko. Doch das sagte nichts, auch im ersten Satz lag er 2 Spiele zurück und gewann am Ende noch. Gut gespielt. Ein
Aida so verschenkt? Und er brach zurück auf den Aufschlag von Kerenko. Und es steht 4:3 jetzt für Arkadi Kerenko. Doch die Möglichkeit für Serin Samba, um auszugleichen auf eigenen Aufschlag. Ja. Der Ball von Arkadi Kerenko war in. Doch dieser Ball geht ins Netz. Serin Samba gleicht aus 4:4. Arkadi Kerenko schlägt auf. Der Ball war klar im Aus. Und das war das 5:4 für Arkadi Kerenko. Noch ein Break, dann war es 1:1 in Sätze. Ob es so weit kommen würde, war noch die Frage, denn Serin Samba ist ein Kämpfer. Nein. 15:0 Samba. Nein. 30:0. Ball im Aus, 40:0. Der war gut, Love Game, 5:5. Auch das erste Spiel im zweiten Satz war ziemlich ausgeglichen. Ball im Aus. Serin Samba gewinnt dieses Spiel und es steht jetzt 6:5 für Serin Samba. Es war super spannend, sehr close. Konnte Arkadi Kerenko noch zurückkommen? Das war die Frage, aber so nicht. Ball im Aus. Arkadi Kerenko gab jedenfalls nicht auf. Sehr schön gespielt. Doch Arkadi Kerenko schaffte es nicht. Serin Samba gewann sein drittes Spiel hintereinander und gewinnt mit 7:5 den zweiten Satz nach dem 6:4 Sieg im ersten Satz. Also stand Serin Samba im Endspiel, wo er spielte gegen Kai von der Asse. Und mit 6:3, 7:5 gewann. Also er gewann das Turnier bei den Herren. Arkadi Kerenko spielte um Platz 3 gegen Maximilian Kuhmann, verlor nach Aufgabe.